Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Subnautica. So, wir bauen uns noch ein wenig Essen. Bauen ist gut, wir grillen den Glubscher. So, was können wir noch tun? Ausrüstung, was wollten wir denn noch bauen? Ah ja, genau. Silber benötigen wir. Wir können Batterien bauen. Kupferdraht, Computerchip, Computerchip. Tischkorallen, Gold. Okay, so. Ein Werkzeug. Wie wäre es mit einem... Was ist das? Konstruktionswerkzeug. Okay. Wir schauen mal, was wir so haben. Ach ja, die haben wir noch. So, Essen. Ja, das können wir essen. Wir sind voll. Trinken. Super. Wir nehmen ein wenig... Essen mit Protein. Wow, der Fisch gibt 10 Nahrung. 75 Nahrung. Hammer. So, was können wir noch machen? Wir geben weg das Glas, das Kupfer. Ein paar von den Dingen. So, jetzt haben wir wieder Inventar. Ein wenig mehr Platz. Und los geht's. Wir wollten... Ach ja, genau, die Scanner-Daten haben wir uns jetzt gar nicht so genau angesehen. Dafür wollten wir das aber. Ein Pömpel! Ein Titan, ein Titan. Titan einsammeln. Aber wir haben gelernt, die heißen Pirscher, die Dinger. So. 30 seconds. Blasenfisch, Blasenfisch. Blasenfisch. Okay. Mal nach oben. Mit Glück sieht uns keiner. Ja, mache ich gerade. So. Nehmen einen Schlingpflanzenteil mit. So, hier hinab in die Tiefe. Ist doch auch irgendwas. Was ist denn das? Salz ist das. Oh, oh, das wollen wir scannen. Eine Girlandenqualle. Einheimische Lebensform. Können wir die? Nein, können wir nicht mitnehmen. Girlandenqualle. Okay. Es ist ziemlich grün am Boden, aber. Ja. Ich sehe auch keine Pirscher hier. Oh ja, da hinten. Kann mich von dort sehen? Verdammter Pirscher, ja! So, da schwimmen wir noch durch und jetzt schnell an die Oberfläche. Oi, 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 das wird knapp. Geschafft. Uff. So, wir haben ein paar Sachen und vor allem einen Blasenfisch. Hirnkoralle. So, wir gehen in die Kapsel. Kapsel betreten. Das haben wir auch repariert. Fabrikator, wir verwandeln gleich den Blasenfisch in Wasser. Und ja, ansonsten. Genau, Silikongummi. So, was haben wir noch? Wir haben. Ach ja. So, können wir daraus jetzt. Fasergewebe. Wie sieht's jetzt aus? Ja. So, das heißt Schlingpflanzen, Samenbeutel. Als erstes mal Wasser. Ja, besser ist.
Silikon und Schmiermittel. Was bauen wir? Faserweben. Wir haben ziemlich viel Silikon. Wir bauen einfach Schmiermittel. So, aber bevor wir da jetzt fortfahren, schauen wir uns an, was wir noch für Werkzeuge bauen können. Ein Gerät aus einem wasserdichten Behälter. Bauen wir einfach einen. Wasserdichter Behälter. So, und eigentlich möchte ich gern das hier haben. So, Batterie können wir leicht machen. Batterie. Eine Batterie, da brauchen wir Kupfer. Gut. So, wie sieht's aus? Was haben wir dabei? Den können wir dann irgendwo absetzen. Da machen wir gleich einen Silikongummi dazu. Oder Schmiermittel. Ach, Silikongummi. So. So, was holen wir uns? Einen Blasenfisch. Nein. Ist das fies? Ja. So. Also, Wasser. Ich weiß, dass du da bist. Da. So, wir schauen, dass wir da mal durchkommen. Und schauen nach, was hinter dem Wald ist. Auftauchen kurz. Geht der ewig, der Wald? Wow. Boah. So, der Wald dürfte zu Ende sein. Oh, das ist tief. Okay. Boah. Ein Riesending. So, wir tauchen mal auf. Ich weiß nicht wie. Ja, genau. Ja, okay. Ja, aber wie? So eine große Wolke da. So. Wow. Das ist ein riesiger Schlingpflanzenwald. Da ist über mir schon wieder so ein Pirscher geschwommen. Oh, Hirnkoralle. Ja, dort will ich hin. So, da lässt er mich in Ruhe. Was lacht das? Ach so, diese... Ja, okay. So. Dann gehen wir in diese Höhle. Nein! Mich einer gesehen, nein. Ja, Schwimmen war meine bevorzugte. Ja, das sehe ich auch so. Da ist kein Schwebel übergeblieben. So, hier Quarz einsammeln. Das wollte ich scannen. Eine adrige Nessel. So. Was ist das hier? Ein Kreaturenei, kann ich ja nicht scannen. Lass mal lieber liegen.
Oh ja, ein Pömpel. Kupfer. So, wir gehen hier noch einmal hinaus zur Hirnkoralle. So, Hirnkoralle. Wir füllen unseren Treibstoff, Sauerstoff auf. Und wenn wir voll sind, tauchen wir wieder in die Höhle. So. Und rein geht's. So, wir nehmen. Können wir das mitnehmen? Ja. Haben wir das jetzt mit? Nesselsamen. Okay. Wer weiß, vielleicht können wir da was draus machen. So, Quarz einsammeln. Hier sind wir wieder draußen. So, hier sehen wir nichts mehr. Hier in der Höhle das Ei. Und hier ist die Hirnkoralle. So. 30 Sekunden. Ja, ja. Wird gleich besser. Da direkt ist er geschwommen. Gut. So. Schon darüber. Ich glaube, von diesen Nesseln, von diesem einen Ding brauchen wir nicht besonders viel. Schwimmen wir nämlich einmal in eine andere Richtung. Wir brauchen ja, soweit ich weiß, jetzt Rohstoffe. Der hat mich gesehen, oder? Ja. War ich den gefangen? Nein. So. Höhle. Kupfer. Das kann ich nicht. Das Windegras. So. Noch scannen. Windegras, einheimische Lebensform. Und um. Sehr schön. Wo ist denn die Kapsel hier? Hier, so. Ach, er war das. So. Dem Boomerang nach. Boomerang, bleib hier. So. Und wir schauen, was wir finden. Einen Blasenfisch. Wollten wir schon immer haben. So, Trümmer von der Aurora. So. Keine Pömpel. Was ist das? Gravitationsfallen. Aha, okay. Seegleiterfragment, okay. Labortisch. 30 Sekunden. Okay, Labor. Near Blueprint acquired. Okay, durch das Scannen von anderen Teilen von der Aurora bekommen wir Blueprints, Blaupausen. Sehr schön. Das gefällt mir. Dann müssen wir in diesen Frachtcontainern nachsehen, ob wir noch Sachen finden. Aber die sind leer. Gut. Hier ist noch so ein Gravitationsfallenfragment. Wir können eine Gravitationsfalle bauen. Uah, was auch immer die. Oh, eine Hirnkoralle. So. Jo. Ah. So, da in der Höhle was Rotes. Da ist. Ach, schau an. So, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.